Hallo, ich bin Kudinka Wirzel, Schauspieler am Theater der Jugend und würde eigentlich gerade Melchior in Frühlingserwachen spielen. Da das leider aber zurzeit nicht möglich ist, lese ich euch heute ein Märchen vor aus Mittelamerika und das heißt Die Wasserfrau. Es war einmal ein Müller, der hatte niemals Glück. Wenn es eine reiche Ernte gab und die Bauern mit ihren Wagen voller Getreide zur Mühle gefahren kamen, war so wenig Wasser im Mühlbach, dass das Mühlrad stillstand. Da trieben die Bauern die Pferde an und fuhren zu einem anderen Müller. Wenn unser Müller aber genügend Wasser im Bach hatte, gab es in diesem Jahr zu wenig Getreide, das gemahlen werden musste. Und so verging Jahr um Jahr, in dem das Glück ausblieb. Eines Abends ging der Müller am Mühlbach spazieren und überlegte, wie er das Geld auftreiben könnte, das er dringend zum Ausbessern des Daches benötigte. Da tauchte aus dem Bach plötzlich die Wasserfrau auf und fragte freundlich: Warum so traurig, Müller? Was fehlt dir? Ja, freilich bin ich traurig, antwortet der Müller. Aber du wirst mich gewiss nicht von meinen Sorgen befreien können. Wer weiß, Müller, sagte die Wasserfrau. Vielleicht kann ich dir helfen. Wenn du versprichst, mir zu schenken, was in der Mühle als erstes geboren wird, soll sich in deinem Haus alles ändern. Und das Glück wird endlich Einzug bei dir halten. Der Müller lächelte. So ein törichtes Angebot. Was könnte in seiner Mühle schon geboren werden? Er überlegte. Und überlegte. Und überlegte. Und dann hatte er es. Junge Hunde würde es bald geben. Und einen davon bekäme die Wasserfrau. Gut, sagte er. Du bekommst, was bei uns in der Mühle als erstes geboren wird. Zufrieden taucht die Wasserfrau wieder unter und der Müller ging fröhlich weiter. Unter der Linde bei der Mühle stand sein Nachbar. Du wirst nicht glauben, was passiert ist, sagte er aufgeregt. Euer Hündin ist verschwunden. Was sagst du da? Fragt der Müller erstaunt. Ich kann es selbst nicht erklären. Es lief geradewegs zum Bach, fiel um das Mühlrad und tauchte nicht wieder auf. Der Müller sagte nichts und ging in die Stube. Die Müllerin goss gerade die Blumen am Fenster und lächelte. Mir scheint, du bist heute guter Laune, sagt der Müller. Wie sollte ich denn nicht? 10 Jahre haben wir vergebens auf ein Kind gewartet. Und eben sagte mir eine freundliche alte Frau, dass wir noch dieses Jahr einen Sohn bekommen werden. Ach, sagte der Müller besorgt und weiter nichts. Doch die Wasserfrau hielt ihr Wort. Von jenem Tag an ging es dem Müller und seiner Frau gut. Wasser gab es im Bach das ganze Jahr über genug und auf den Feldern reifte das Getreide im Überfluss. Nach der Ernte kamen die Bauern aus der Gegend und weit darüber hinaus angefahren. Ihre Wagen barsten beinahe unter der Last der schweren Säcke. Die Mühle klapperte von früh bis spät und der Müller war bald ein reicher Mann. Aber die Forderung der Wasserfrau ging ihm dabei nicht aus dem Sinn. Im Frühjahr brachte die Müllerin einen Sohn auf die Welt. Doch anstatt sich zu freuen, ging der Müller traurig in der Mühle umher. Ja. Hast du denn gar keine Freude? Sagte die Müllerin betroffen. So lange haben wir gewartet, und jetzt, da sich unser Wunsch endlich erfüllt hat, bist du den ganzen Tag nur mürrisch und verdrießlich. Ja, ich habe Sorgen, antwortete der Müller kurz. Aber von der Wasserfrau und von seinem Versprechen sagte er kein Wort. Der Junge wuchs heran und bald schon spielte er vergnügt draußen vor der Mühle. Der Müller aber war, obwohl die Wasserfrau sich nicht mehr hat blicken lassen, in ständiger Angst um seinen Sohn. Geh nur nicht an den Bach, warnte er immer wieder. Und meistens fügte er hinzu, lauf lieber in den Wald. Und im Wald, da kannte sich der Junge aus wie kein zweiter. Wie habe ich es doch gut eingerichtet, dachte der Müller oft. Meinen Sohn wird die Wasserfrau niemals bekommen. Eines Tages lief der Müllerssohn im Wald einem Dachs nach. Da sah er an einer Lichtung die Tochter des Försters, die einen Korb voller Tannenzapfen trug. Noch nie zuvor hatte er ein anderes Kind in der Gegend gesehen.
Heimlich schlich er sich an, riss dem Mädchen den Korb aus der Hand und lief davon. Die Förstertochter aber warf einen Tannenzapfen nach ihm, rannte ihm hinterher und hatte ihn schon bald eingeholt. »Ha! Du hast doch nicht gedacht, dass du mich abhängen kannst in meinem Wald!« rief sie und nahm ihm den Korb wieder ab. Da mussten beide lachen, und gemeinsam waderten die beiden weiter durch den Wald. Dabei hatten sie einander viel zu erzählen, und sie merkten gar nicht, dass es schon dunkel geworden war, als sie beim Forsthaus ankamen. Von diesem Tag an waren die beiden unzertrennlich. Weitere Jahre zogen ins Land, und immer noch verbrachten die beiden jede wache Minute gemeinsam in ihrem Wald. Einmal kamen sie dabei wieder an jene Lichtung, an der sie sich zum ersten Mal gesehen hatten. Dort graste ein Hirsch. Der Junge wurde übermütig und sagte zu seiner Freundin: »Erinnerst du dich, als du damals schneller warst als ich? Wollen wir doch sehen, ob ich schneller laufen kann als dieser Hirsch.« Als das Tier bemerkte, dass Menschen sich näherten, sprang es hoch und floh. Der Müllerssohn eilte ihm nach. Er brach durch das Dickicht und lief so schnell er konnte, bis er an den Bach gelangte. Am Ufer stand der Hirsch und trank. Ein Stück weit entfernt beugte sich auch der Junge nieder, um sich zu erfrischen. Und da tauchte aus dem Bach die Wasserfrau auf. Sie ergriff den Müllerssohn und zog ihn mit sich in die Tiefe. Nicht lange darauf kam die Förstertochter, ihren Freund zu suchen. Doch so sehr sie ihn auch suchte, er war und blieb verschwunden. Unter einem alten Weidenbaum am Ufer ein Stück flussabwärts saß eine alte Frau. »Du suchst wohl deinen Freund, mein Kind?« fragte sie. »Ja, Mütterchen«, sagte das Mädchen, »ich suche ihn.« »Nun, dann tu, was ich dir sage. Hier hast du einen goldenen Kamm. Wenn der Mond am Himmel steht, setz dich an den Mühlbach und kämme das Wasser damit.« Als der Mond groß und rund am Himmel stand, ging die Förstertochter zum Mühlbach, beugte sich über den Wasserspiegel und kämmte das Wasser mit dem goldenen Kamm. Der Wasserspiegel kräuselte sich, und der Kopf des Müllerssohns tauchte aus dem Wasser empor. Er lächelte seine Freundin an, tauchte aber gleich wieder in die Tiefe. Verzweifelt berichtete er die Förstertochter dem Müller und seiner Frau, was sie gesehen hatte. Nun blieb der Müller nichts übrig, als von seinem Handel mit der Wasserfrau zu erzählen. Die Trauer war groß, und die Eltern glaubten bereits, ihren Sohn für immer verloren zu haben. Doch die Förstertochter wollte sich nicht damit abfinden, dass sie ihren Freund nicht wiedersehen sollte. Sie kam auch weiterhin jeden Tag an den Bach und hoffte, ihn wieder in den Fluten des Baches zu finden. Es dauert nicht lange, da traf das Mädchen auf dem Waldweg wieder die alte Frau. »Nimm diese goldene Harfe«, sagte sie freundlich, »und setz dich damit ans Ufer des Mühlbachs. Wenn der Mond wieder groß und rund am Himmel steht, spiele ein Lied.« Nach diesen Worten verschwand die alte Frau im Wald. Die Förstertochter wartete, bis es wieder Vollmond war. Da nahm sie die goldene Harfe, ging zum Bach und begann zu spielen. Das Wasser kräuselt sich, und aus den Tiefen tauchte der Müllerssohn empor. Das Wasser um ihn sank, bis es nur noch bis zu seiner Brust reichte. Er lächelte seine Freundin an, winkte ihr zu, und das Wasser schlug wieder über ihm zusammen. Doch die Förstertochter gab nicht auf. Und siehe da, zum dritten Mal begegnet sie der alten Frau. »Ich habe dich erwartet«, sagte die Alte. »Hier hast du ein goldenes Spinnrad. Setze dich in einer Vollmondnacht an den Mühlbach und spinne.« Dann verschwand die alte Frau wie der Schatten eines Nachtvogels. Das Mädchen wartete, bis es wieder Vollmond war. Dann nahm sie das goldene Spinnrad, ging zum Mühlbach und begann am Ufer zu spinnen. Kaum hatte das Rädchen zu surren begonnen, tauchte der Müllerssohn aus dem Wasser empor. Der Wasserspiegel sank und sank, und bald reichte ihm das Wasser nur noch bis an die Knöchel. »Reich mir die Hand«, rief ihm seine Freundin zu, und sie beugte sich zu ihm hinunter. Kaum aber hatte sie seine Hand berührt, da rauschte es oben auf der Waldwiese über der Schleuse, und das Wasser jagte mit Getöse herab. Aber die Förstertochter war jetzt stärker als alle Wasser der Erde zusammen. Sie zog ihren Freund aus dem Mühlbach heraus und ließ seine Hand nicht mehr los.
Nie wieder gelang es der Wasserfrau, ihn in ihren Bann zu ziehen. Ja, das war die Geschichte der Wasserfrau. Wenn euch das Märchen gefallen hat und ihr vielleicht noch mehr Geschichten und Märchen hören wollt, dann abonniert doch am besten den YouTube-Kanal vom Theater der Jugend Wien, indem ihr einfach hier unten irgendwo bei Abonnieren draufdrückt und dann kriegt ihr immer gleich eine Information, wenn es wieder was Neues zu sehen gibt. Ja, bis dahin, tschüss und bleibt gesund. Ciao.